Herzlich willkommen zur Videolösung über eine Kugel im elektrischen Feld. Die Aufgabe sieht folgendermaßen aus. Wir haben zwei geladene Platten mit je der gleichen, betragsmäßig gleich großen Ladungsdichte Sigma und symmetrisch dazwischen ist eine geladene Kugel der Masse M angehängt an einem Faden der Länge L. Und die Frage ist nun, wenn diese Masse ausgelenkt wird, wie weit wird sie abgelenkt? Was ist die Abhängigkeit von der Ladung? Und wie groß muss die Ladung sein, damit die Wände nicht berührt werden? Wir haben hier noch kurz ein Koordinatensystem zur besseren Vorstellung eingezeichnet. Zum Konzept. Grundsätzlich erfährt eine Ladung Q im elektrischen Feld eine Kraft und diese Kraft, die ist proportional zur Ladung und zum elektrischen Feld und zeigt auch in Richtung des elektrischen Feldes. Also ein elektrisches Feld ist eigentlich sowas wie auf eine positive Einheitsladung normierte Kraft. Und das Feld zwischen zwei geladenen Platten, unendlich ausgedehnten Platten, sollte man vielleicht noch sagen, was in der Aufgabenstellung eigentlich so gegeben ist. Wir haben dieses Feld in der Vorlesung hergeleitet und es hat sich diese Formel hier ergeben. Das elektrische Feld zwischen diesen beiden Platten ist proportional zu Sigma über Epsilon 0, wobei Epsilon 0 die Elektrizitätskonstante ist, mal noch multipliziert mit einem Einheitsvektor in die Feldrichtung, was jetzt hier eigentlich aufgrund der Symmetrie halt in x-Richtung ist. Das heißt, jetzt hier haben wir eigentlich ein elektrisches Feld zwischen diesen Platten und was vielleicht auch noch gesagt werden muss, ist, die elektrischen Feldlinien, die zeigen jeweils von einer positiven zur negativen Ladung hin. Also mit anderen Worten, jetzt hier in diesem speziellen Fall wäre das elektrische Feld gegeben durch minus Sigma über Epsilon 0 mal Ex, weil das elektrische Feld in negative X-Richtung zeigt, so wie wir es hier eingezeichnet haben. Jetzt, was passiert hier in diesem Beispiel? Nun, zu Beginn, eigentlich sagen wir, bevor wir Ladung auf diese Platten bringen, das heißt, bevor ein elektrisches Feld zwischen diesen beiden Platten herrscht, befindet sich die Masse in einem Kräftegleichgewicht. Auf die Masse wirkt eine Gewichtskraft, die wir normalerweise mit Fg bezeichnen, in negative Y-Richtung. Die Masse bewegt sich aber nicht, das heißt, diese Kraft muss durch eine andere Kraft kompensiert werden und das ist halt die Kraft, welche der Faden auf die Masse ausübt. Der Faden bewirkt auf die Masse oder wirkt mit einer Kraft Fg, der Fadenkraft, auf die Masse und diese Fadenkraft ist genauso groß und genauso ausgerichtet, dass die Gewichtskraft kompensiert wird. Das heißt, insgesamt befindet sich die Masse M dann in einem Kräftegleichgewicht und bewegt sich darum nicht. Dann bringt man eigentlich Ladung oder eine Ladungsdichte, wie hier gekennzeichnet, auf die Platte und dadurch entsteht ein elektrisches Feld in negative X-Richtung. Auf die Masse wirkt nun eine zusätzliche Kraft darum in diese Richtung, weil diese Masse oder dieser Massepunkt eine Ladung Q trägt. Das heißt, diese Masse wird ausgelenkt und man kann sich vorstellen, bis zu einem gewissen Punkt, wo wieder ein Kräftegleichgewicht erreicht ist.
habe es hier kurz aufgeschrieben, also grundsätzlich ein Kräftegleichgewicht heißt immer, man zählt alle Kräfte in einem Massenpunkt zusammen, die wirken. Und wenn sich der Massenpunkt nicht mehr bewegt oder eben wenn er sich in einem Kräftegleichgewicht befindet, müssen sich alle Kräfte zusammen summiert oder müssen sich zu Null summieren. Haben hier eine weitere Skizze, was passiert nach der Auslenkung. Also wir nehmen jetzt an, die Masse wurde ausgelenkt um eine bestimmte Strecke x. Die Länge vom Faden, vom Aufhängepunkt bis zur Masse, ist mit L gekennzeichnet. Wir haben hier noch das elektrische Feld eingezeichnet, das eben in negative x-Richtung wirkt. Die Kraft, die durch das elektrische Feld auf die Masse M wirkt, ist mit Fq gekennzeichnet. Es wirkt weiterhin die Gewichtskraft Fg. Und wir nehmen jetzt an, das sei hier bereits die Gleichgewichtssituation. In dieser Situation wirkt natürlich auch eine Fadenkraft. Und die Fadenkraft muss jetzt genau so groß sein, dass er diese beiden anderen Kräfte kompensiert. Also was konkret in unserer Aufgabe eigentlich gilt, ist, es muss ein Kräftegleichgewicht herrschen. Und hier heißt das nichts anderes, als dass die Fadenkraft die Gewichtskraft und die Kraft Fq, hervorgerufen durch das elektrische Feld zwischen den Platten, müssen sich zu Null addieren. Schauen wir uns jetzt auch noch die geometrische Anordnung ein wenig genauer an. Wir haben hier fett eingezeichnet in Schwarz alle wirkenden Kräfte Fq, Fg und die Fadenkraft. Was ich jetzt noch skizziert habe, ist eigentlich die Fadenkraft in negative Richtung, also minus, ja, hier gekennzeichnet mit minus Ff, die inverse Fadenkraft. Ich erhalte dieses Parallelogramm hier. Finde den Winkel Alpha, den Auslenkungswinkel Alpha hier unten nochmals. Und jetzt sehe ich eigentlich sofort, dass also das hier entspricht ebenfalls dem Fq, das hier das Fg, dass der Winkel Alpha gegeben ist durch den Tangens von Fq über Fg, betragsmäßig. Das ist das, was ich hier hingeschrieben habe. Das ist mal die erste geometrische Bedingung, die wir erhalten. Ich habe jetzt alles betragsmäßig hingeschrieben. Fq über Fg und dann halt die entsprechenden Werte eingesetzt. Die Fadenkraft ist Q mal die Feldstärke oder das Ele ja, die Feldstärke in x-Richtung, die Gewichtskraft Fg entspricht der Masse mal der Gravitationskonstante. Dann haben wir noch eigentlich die zweite geometrische Bedingung, die Auslenkung x geteilt durch die Fadenlänge L entspricht dem Sinus von unserem Auslenkungswinkel. Und noch die letzte Bedingung oder die letzte Formel, die wir eigentlich noch nicht hingeschrieben haben, oder was ich noch erwähnen wollte, war die Feldstärke. Eigentlich steht es bereits hier, aber die Feldstärke Ex entspricht dem Sigma über Epsilon 0.
Das erwähne ich deshalb, weil es vielfach Verwirrung gibt zwischen den Begriffen elektrisches Feld und elektrische Feldstärke. Das ist sehr wichtig, dass man da den Unterschied kennt. Unter dem elektrischen Feld entsteht man eigentlich, wie es der Name sagt, ein Vektorfeld. Wir haben an jedem Punkt im Raum ein Vektor, also ein Pfeil eigentlich mit einer bestimmten Größe, einem Betrag und einer bestimmten Richtung. Und jetzt die elektrische Feldstärke oder unter der elektrischen Feldstärke versteht man eben den Betrag, die Länge dieses Vektors an einem bestimmten Punkt. Jetzt die Feldstärke oder eben der Betrag der Vektoren des elektrischen Feldes zwischen den Platten aufgrund der Symmetrie dieser Anordnung ist halt konstant, ist immer gleich. Darum können wir das eigentlich sofort so hinschreiben. Also nochmal, unter dem Betrag des elektrischen Felds versteht man, hat eben diesen Stärke und das bezeichnet man mit einem anderen Begriff. Das ist nicht das gleiche wie das elektrische Feld, das nennt man dann eben die Feldstärke. Nun haben wir die Dinge, die wir eigentlich kennen, mal eingesetzt. Also was uns ja interessiert in dieser Aufgabe ist die Auslenkung x. Wir wollen sehen, aufgrund der Ladung, wir haben ja eine gegebene Ladungsdichte auf dem Platten, eine gegebene Masse. Die Frage ist jetzt, wie groß kann meine Ladung sein, damit ich eine bestimmte Auslenkung x erreiche? Und ja, wir haben eigentlich aufgrund von diesen Formeln, also wir haben hier den Winkel, die Auslenkung x, einfach, wir haben die Länge des Fadens rüber multipliziert und so die Auslenkung x erhalten und dann mit der ersten Formel den Winkel alpha noch hier eingesetzt und sind so eigentlich auf diese Formel hier gekommen. Wir haben jetzt die Zwischenschritte nicht mehr explizit hingeschrieben. Das ist in der Musterlösung ziemlich ausführlich gemacht. Jetzt die Frage ist, bis zu welcher oder wie groß kann die Ladung sein, damit die Plattenenden oder die Platten nicht berührt werden. Das ist natürlich dann der Fall, wenn die Auslenkung x halt d Zweitel der maximal möglichen Auslenkung entspricht. Also keine Berührung heißt, dass x kleiner als d Zweitel sein muss. Das heißt dann wiederum, wir können jetzt die Gleichung eigentlich auflösen nach Q und für x eben diese Länge d Zweitel einsetzen und sehen dann eigentlich sofort, dass die Ladung kleiner sein muss als dieser Ausdruck hier. Auch hier haben wir jetzt die Zwischenschritte nicht mehr explizit hingeschrieben. Wie gesagt, einfach das Einsetzen von d Zweitel für x und das Auflösen nach Q von dieser Gleichung hier. Ja, was jetzt eben passiert, wir bekommen eine Gleichung für Q, dass Q kleiner sein muss als dieser Ausdruck hier. Natürlich können wir uns noch überlegen, ja, was passiert, wenn Q das umgekehrte Vorzeichen hat? Ja, dann wird es natürlich in die andere Richtung ausgelenkt. Das heißt, wenn Q jetzt anstatt ein positives Vorzeichen, ein negatives Vorzeichen hätte, würde es natürlich anstatt nach links, nach rechts ausgelenkt. Das heißt, wir können eigentlich diese Gleichung noch ein wenig allgemeiner schreiben. Damit keine der beiden Wände berührt wird, muss einfach der Betrag von Q kleiner als dieser Ausdruck hier sein. Ja, das ist so eine Standardaufgabe zum elektrischen Feld, die immer mal wieder kommt, in Kombination jetzt halt auch mit Kräften. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Videolösung. Auf Wiedersehen.